Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crash die Wand weg. Ja, genau. Mein Need for Speed Payback. So, wie ihr seht, wird wieder eine kurze Folge. Wir haben ein neues verstecktes Auto gefunden. Lieber spät als nie. Ja. So, steigen wir mal ein. Diesmal fahre ich. So, dann fahren wir jetzt die Karre mal hier geschwind weg. Mal gucken, ob es geht. Vielleicht kommen ja diesmal keine Cops. Ich glaube, das ist ein Driftkübel. Was haben wir denn bis jetzt? Ein Offroad? Und was war der erste? Ein Racer? Ein Runner? Ich meine, es war ein Racer. Achtung, Mann. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, aber es war ein Racer. Ich glaube, es war ein Racer. Oh, der hat sogar Nitro. Will geh weg. Hatten wir, glaube ich, auch alle. Ah, doch nicht. Ich dachte, da wäre so eine Ecke gewesen, wo er dagegen knallen könnte. Was macht denn der dafür? Hast du gesehen? Der ist in die Luft gedriftet. Ah, ja. Das mache ich auch immer. Das sind aber ganz schön viele Cops. Schade, kein Coca-Cola, Alter, das weiß ich nicht. Ich bin unschuldig. Ich selbst kaputt. Na ja, weiß nicht warum. Also ich glaube, ich hätte ja auch Spaß gemacht. Ja. Links, rechts, links, rechts. Das kann ich. Links, rechts. Ach so, eine Wand. Nein, falsch. Ich will ungern. Oh, oh. Naja. Gib Gummi. Der hat wohl den Typ da weggestummt. Oh, oh. Nein, ich fäng mal. Komm, gib Gas. Oh, oh. Das war sehr gefährlich. Ja, aber der zieht doch keine Wurst vom Brot, Alter. Machen sie alle nicht. Verstehe ich nicht. Nur weil sie alle so gammelig aussehen. Aber es sind ja nur noch 4,7 Kilometer. Ah, hast du fast geschafft. Ja. Ist ja gar nicht so weit, oder? Nicht? Oh. Vielleicht ist das auch ein Drag-Out. Sie haben keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Oh, das ist so ein Blitzdings-Auto. Katsching. Oh, ich dachte gerade, der wäre schon kaputt gewesen. Ja, wollte gerade sagen, das muss ein anderer sein. Wir sind nicht beim Demolition Derby. Doch, natürlich. Oh, Alter! Ja, das war gewollt. Alarm für Cobra 11. Das war so gewollt. Achtung, die natzen dich. Nein, das sind beide. Naja, ich bin voll der crazy Fahrer und so. Jetzt hast du nur noch den Motor ausschalten. Ja, und dann jetzt kommt gleich noch der Rhino an. Geh weg. Du stinkst. Tankstelle. Ja. Nachher ist es auch ein Offroad-Kübel. Ja, bestimmt. Nee, das wird bestimmt irgendwas anderes sein. Weg, Kollege. Gab es hier schon immer so breite Straßen? Ja. Noch nie hier so lang gefahren. Oh, sind es gleich zwei. Ha. Oh, shit. Oh, Rino. Ja, gekonnt ausgewichen. Das sah ja mal vorher. Oh, der Tunnel des Grauens. Jetzt verlieren sie mich. Nee, das glaube ich nicht. Pfosten. Hau ihn gegen den Pfosten. Ja. Ja, hat sogar funktioniert. Echt? Ja. Lass dich aber nicht gegen den Pfosten hauen. Hau ihn gegen den Pfosten. Katsching. Oh, oh. Geh weg. Oh, jetzt setzen sie. Alter. Die sind ja so derb. Die sind ja aber richtig aggressiv. Ja, voll die Pisser. Vor allem so knapp. Noch 1,8 Kilometer. Ja, das ist ganz schön weit. Das ist aber immer derselbe Ort, gell? Ja, das ist halt unsere Homebase. Ich würde ja gerne hier querfeld einfahren, aber irgendwie. Keine Chance. Aber wir sind viele Autos, das ist gut. Doch, hier kann ich rechts fahren, oder? Nachher ist es wirklich ein Offroad-Auto. Nee, das. Oh. Alter! Hey, voll. Sag mal. Alter, nein, nicht schon wieder hängen bleiben, das will ich nicht. Das ist mega assi. Gib Gas! Wann waren die so gut? Ich weiß nicht, aber die Typen, die sind ja mal voll heftig drauf. Sind sie jetzt weg? Ja, ich glaube, die haben dich jetzt verloren. Nee, das glaube ich nicht. Da kommt noch bestimmt noch eine Mine. Ja, wahrscheinlich aus der Garage, wo du hier reinfährst, gell? Nein. Hallo, ich bin's! So, jetzt ist rum. Ja, die haben sich schon mehr. Bei 900 Metern hatten sie schon keine Lust mehr. So, dann zeigen wir euch gleich, nachdem wir den Bock hier gelandet haben. Gelandet ist eigentlich schon. Gelandet? Ja. Ist das ein Flugzeug? Ja. Also so schnell wie ein Flugzeug ist es definitiv nicht. Wo wir den Kübel denn überhaupt gefunden haben, das haben wir euch nämlich gar nicht gezeigt. Bei Mülleimer. Ja, so. Dann gucken wir uns die Kiste gleich nochmal an, was das denn für ein Bock ist. Bestimmt ein Flugzeug. Ja, natürlich. Der hat so ein extra Bodykit. Siehst aus wie Flügeln. So, ja, siehst aus wie so ein Düsenjet. Und du kannst einen Motor umbauen auf so ein Triebwerk. Oh, es ist ein Racer. Hä? Habe ich nichts von dem gesehen. Den gab es ja auch bei 2015, glaube ich, bei Need for Speed. Ah, weiß ich nicht. Meine ich. Na dann. Aber schön ist die Kiste genommen. Nicht. Nein. Ja, vielleicht kann man da ein bisschen so noch was draus machen. Ja. Sieht bestimmt gut aus. Aber cooler wäre es, wenn der Volvo 315 DL hieß. Also gut, dann sind wir eigentlich durch. Aber der 244 PS? Ja, das merkt man dem nicht an. Ja, irgendwie hat sich das angefühlt wie 70 oder so. Ja. Naja, gut.
Okay, nee, dann machen wir hier Feierabend und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem normalen Let's Play. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.